Dadurch, dass ich jetzt auch hier alleine stehe, kann ich euch ja was erzählen. Und zwar, heute ist ja Jahrestag, habt ihr ja mitbekommen. Und ich dachte mir, heute vor 12 Jahren fing alles mit uns an. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde der Sonne und Freunde des guten Geschmacks. Und herzlich willkommen hier aus Kopenhagen. Und ich stehe gerade auf unserer Terrasse und ich muss sagen, heute ist wieder ein wundervoller und schöner Tag. Die Sonne lacht und wenn die Sonne lacht, dann lache ich auch, das wisst ihr ja. Und wir dachten uns, zur Feier des Tages fahren wir heute zum wohl schönsten Strand hier auf Kopenhagen und zwar zum Bottle Beach. Ich war selbst noch nicht dort, habe aber nur Gutes davon gehört und man muss da mit einem Longtailboot hinfahren. Man könnte auch durch den Dschungel wandern, aber die Wanderung wäre irgendwie 2 Stunden und bei der Hitze ist es natürlich ein Abenteuer. Und wir haben uns gedacht, ja, ein bisschen Boot fahren. Ist auch nicht verkehrt, also nehmen wir uns einfach ein Longtailboot von einem Einheimischen und fahren dorthin. So, das ist eigentlich der Plan. Ob es so klappt, werden wir sehen. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit und zeigen euch, was wir so dort erleben und wie der Strand so aussieht. Wir werden den auf Herz und Nieren testen und euch zeigen, wie das Meer so aussieht, wie der Strand so aussieht und natürlich, was wir sonst noch so erleben. Gestern möchte ich euch noch kurz eine kleine Geschichte erzählen und zwar war bei der Sarah eine Riesenspinne im Zimmer, also die war bestimmt ja, so groß wie meine Handfläche, also die war schon echt sehr, sehr groß. Sie hat mich angerufen, Max, kannst du nicht vorbeikommen und die Spinne entsorgen? Oder nicht entsorgen, das klingt jetzt ein bisschen krass, aber zumindest aus meinem Zimmer holen. Und das habe ich gemacht, ich habe dann geklopft und bin rein und habe die Spinne dann aus dem Zimmer geholt. Und das möchte ich euch zeigen, wie das aussah. Viel Spaß damit. Sarah, der Schlangenzerstörer. Hi. Hi, bleib da, unter Mülleimer. Das hält es ja. Oh mein Gott. Fuck, die ist echt riesig. Ja, das dürfte, kann mir. Max, bitte, bitte, echt halt weg ist dann. Mach jetzt das Du brauchst, nee, du brauchst ein Papier, ja. Nee, das geht schon. Das geht auch mit dem Teller. Boah, die ist echt groß. Ja, die ist riesig. Ja, aber wir packen die jetzt raus. Rettest du die? Ich rette die. Ich komme gerade einfach aus der Dusche. Du bist ja noch ganz nass. Ja. Duschen halt, ne? Max, aber jetzt ganz, ganz vorsichtig. Weil wenn die danach in die Schuhe oder irgendwo hinhupft, gell? Ja, wie machen wir das denn jetzt am besten? Ja. Heb mal an, die krabbelt innen raus. Ja, ja, die krabbelt bestimmt nicht raus. Die ist dann auf dem Roller, genau. Wir packen die zu Chaco ins Zimmer. Oh! Ja. Auf dem Balkon. Also wir lassen die jetzt auf jeden Fall auch frei, weil... Oh. Ist sie weg? Nee, die wäre jetzt mal abgenommen. So, wir fahren jetzt zum Frühstücken mit unserem Moped. Und wir müssen euch was sagen. Und zwar haben wir heute... 12-Jähriges. Heute ist der 13. Februar. Das bedeutet 12-Jähriges. Wir sind seit 12 Jahren zusammen. 12 Jahre, zwei die Reisen. Nee, zwei die Reisen gibt es noch nicht so lange. Das ist ja, irgendwann mal machen wir dann so ein 12-Jähriges, zwei die Reisen Special. Ja. Aber dann sind wir ja schon noch länger zusammen. Nee, zwei Reisen gibt es ja seit 3,5 Jahren. Ja, und uns gibt es seit 12 Jahren. Ja, und eigentlich noch länger, weil davor waren wir ja schon befreundet. Und jetzt sind wir halt seit 12 Jahren together. Also wenn ihr mal so ein Video haben möchtet, wo wir euch erzählen, wie wir zusammengekommen sind, das ist eigentlich eine gute Idee, dann lasst mal ein Like da und jetzt fahren wir zum Bubas. Heute ist übrigens ein Tag vor Valentinstag. Stimmt, morgen ist Valentinstag. Ich hoffe, ihr kriegt morgen ganz viele Geschenke. Boah. nee, Spaß. Ich bin eigentlich gar nicht, ich brauche eigentlich kein Geschenk. Nee, wir fahren morgen zu einem Festival. Ja. Hafenfestival. Nee. Seid ihr so Typen, die, Typ Mensch, die gerne an Valentinstag Geschenke schenken oder auch Geschenke haben wollen? Ich muss sagen, ich finde es eigentlich nicht wichtig, dass es, oder ich finde auch nicht, dass es an einen Tag gebunden sein muss. Ja, finde ich auch nicht. Ja, Leute, ganz insellive ist hier jetzt einfach mal der Strom ausgefallen. Wir wollten uns gerade einen Kaffee kaufen, weil wir unterkoffiniert sind. Und jetzt ist hier einfach mal kein Strom. Klasse! Und er meinte, der junge Mann von dem Kaffee, zu dem wir jetzt extra gefahren sind, dass bis 4.30 Uhr, also bis 16.30 Uhr, hier keinen Strom gibt. Das klingt natürlich nicht so gut. Wir fahren jetzt einfach mal zu einem anderen Kaffee und gucken mal nach, ob es dort vielleicht Strom gibt. Weil um 11 geht unser
unser Boot und jetzt ist schon 10 und ich muss eigentlich schon noch einen Kaffee trinken, dass ich hier fit werde. Lisa, was sagst du denn? Der Tag startet schon mal nicht so gut. Oder wir holen uns vom 7-Eleven Käffele. Nein. Jetzt fahren wir zu dem anderen und gucken, ob der uns noch vielleicht ein Brot macht mit Pilzen. Ja. Und dann müssen wir eh zurück. Ja, dann beeilen wir uns. Okay, Leute, same, same. Wir sind wieder in einem Café, wo wir eigentlich fast jeden Tag frühstücken gehen. Also ich muss ja schon sagen, theoretisch sind wir, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch sind wir eigentlich Leute, die immer gern wieder auch in dieselben Cafés gehen, wenn es uns wohl schmeckt. Aber heute waren wir so, lass uns woanders hingehen. Vor allem, das hast du vorher schon erzählt, das ist das Café, in dem wir auch schon mal waren eigentlich. Aber das ist halt von hier relativ weit weg. Und dann haben wir gestern rausgefunden, das ist das gleiche Café, also dass es das Café hier zweimal gibt auf der Insel. Und das zweite Café eben in der Nähe von unserer Unterkunft ist. Und wir so, hätte uns auch mal jemand früher sagen können, lass uns heute da hinfahren, weil das ist wirklich auch sehr, sehr gut. Naja, und dann waren wir jetzt da dort, hat zu. Jetzt sind wir wieder in dem Café, wo wir sonst auch immer sind. Naja, so viel dazu. Wie ist es denn bei euch, wenn ihr essen geht, frühstücken geht, generell auch an neuen Orten seid? Neigt ihr dazu, immer wieder gerne, hier ist eine Fliege, immer wieder gerne zu den gleichen Restaurants, Cafés zu gehen? Oder probiert ihr immer was Neues aus? Schreibt es mir sehr gerne oder schreibt es uns mal sehr gerne in die Kommentare, würde mich persönlich auch sehr interessieren. Wir sind jetzt wieder zu Hause und packen gerade unsere 7 Sachen. Ich nehme auch wieder eine Wasserflasche mit, die wir hier mit diesen Kanistern auffüllen. Also man kauft die einfach beim 7-Eleven und kann sie dann eben nutzen, um seine Wasserflasche aufzufüllen. Es gibt hier auch, das machen wir auch sehr gerne, so Wiederauffüllstationen. Man nimmt den Kanister mit, stellt den in die Auffüllstation und kann dann sein Wasser wieder auffüllen und muss sich nicht jedes Mal einen neuen Kanister kaufen. Also das gibt's auch. Und es gibt noch so ein Pfandsystem, also man kann sich so einen Kanister kaufen, jetzt nicht denselben, aber so einen anderen, der irgendwie 20 Liter fasst. Den kann man dann dort, wo man gekauft hat, wieder zurückgeben und kriegt einen neuen mit aufgefülltem Wasser. Also das funktioniert auch. Also man kann hier auch auf Kopanjan sehr nachhaltig unterwegs sein. Und dann habe ich die Drohne noch dabei und meine GoPro. Bin mal gespannt, ob ich die Drohne nutzen kann. Ich werde es dann vor Ort entscheiden. Jetzt starten wir los. Um 11 geht's los. In 5 Minuten. Lisa, bist du fertig? Yes! Sehr gut. So, Friends, wir sind jetzt hier mit der Crew unterwegs und fahren zum Hat Kom Beach. Und von dort aus nehmen wir uns ein Boot. Also so ist zumindest geplant. Und dann geht's zum Bottle Beach. Bin ich mal gespannt. Also wir haben wieder alle eingepackt. Is Happy ist dabei, einfach losgereist. Und die Sarah und wir natürlich. Und jetzt geht's los. Lisa, sag mal ganz kurz, wie sehr du dich freust. Sehr. Ich freue mich wirklich sehr. Es wird bestimmt voll schön. Ich glaube auch, ich freue mich aufs Boot. Ich freue mich richtig, ja. So, wir sind jetzt am Strand. Zumindest auf so einem Berg und müssen jetzt ein bisschen runterwandern. Wir haben hier unser Moped abgestellt. Und jetzt geht es hier so ein paar Treppen runter und dann hoffen wir, dass da unten ein Boot ist, das uns mitnimmt. So, wir sind jetzt am Strand und der sieht schon echt, sieht fantastisch aus. Schaut mal her. Hier. Das Häuschen hätte ich gern. Sieht auf jeden Fall grandios aus. Und dann hier der Strand. Dann haben wir hier noch ein paar Palmchen. Also es macht schon was her. Und hier drin kann man Yoga machen. Hat was, wenn man so sagen kann. Hat was. Wir haben jetzt einen Bootsfahrer gefunden und normalerweise kostet der Spaß hin und zurück pro Person 300. Wir haben es für 200 bekommen, also hier Schnäppchen. Ein Schnabber gemacht. Und hier steht unser Boot. Mit dem fahren wir jetzt zum Bottle Beach und das ist unser Bootsfahrer. Ja, junge Mann. Er hat uns auch erzählt, wo er wohnt. Er wohnt neben 7-Eleven, meinte er. Interessant, interessante Information. Warum hat er das erzählt?
Ja, dass er halt nicht abhaut, also dass wir wissen, wo er wohnt, wenn er uns bescheißen würde. Klar, dann gucken wir neben 7-Eleven nach, kein Problem. Aber der ist nett. Ja, also, und wir fahren ja auch, also quasi nur wir. Ja. Und dann, also 200 pro Person oder insgesamt? 200 pro Person für hin und zurück. Ah. Okay. Von diesem Strand aus. Also es ist wirklich nicht teuer. Das sind, ich schreibe es einfach unten mal hin, wie viel das kostet. Also es ist wirklich nicht die Welt. Und dafür fahren wir halt jetzt mit dem Longtailboot, private. Das ist halt schon auch ein Vorteil, wenn man so eine größere Gruppe ist, weil man eben auch ein bisschen was spart. I love you. I love you too. Warum? Oh, Wasser. Warum? Weil du süß, schön und liebevoll bist. Fishing for Compliments hier. Ich war so schauen, hab meine Tasche oben im Roller liegen lassen, wo einfach alles drin ist, also Strandtücher, mein Handy, Trinkflasche. Voll blöd, wir wollten jetzt eigentlich auch gerade schon losfahren mit unserem Bootsfahrer und jetzt müssen wir, beziehungsweise der Maximilian war so nett, gesagt, er läuft schnell hoch. Dadurch, dass ich jetzt auch hier alleine stehe, kann ich euch ja was erzählen. Und zwar, heute ist ja Jahrestag, habt ihr ja mitbekommen. Und ich dachte mir, also ich habe mir überlegt, okay, was könnte ich dem Maximilian irgendwie schenken? Ich bin ja gar nicht jetzt so, der unbedingt so viel Materielles schenkt oder auch geschenkt bekommen möchte. Aber ich mag es halt, wenn man schon auch mal süße Dinge vorbereitet. Und dann habe ich überlegt, ob ich ihm vielleicht so eine Aktivität oder so dort am Bottle Beach schenke. Aber irgendwie habe ich da gar nicht so viel gefunden, was es dort gibt. Ich glaube, da ist einfach nur Strand und schön und sonst nichts. Dann habe ich überlegt, okay, was könnte man noch machen? Dann habe ich gesehen, es gibt dort so einen Viewpoint, wo man hochwandern kann. Das dauert wohl aber eine Stunde oder so. Und das habe ich jetzt gedacht, irgendwie ist vielleicht ein bisschen stressig. Vor allem heute ist es auch wieder voll heiß. Und deswegen habe ich mir jetzt was anderes überlegt. Und ich werde mir was zusammenschreiben nachher. Ich hatte natürlich vorher keine Zeit, das zu machen. Sehr gut organisiert. Und mir dann den Maxi so schnappen. Und wir gehen dann so ein bisschen abseits von den anderen und ihm das dann vorlesen, quasi. Also, weil ich weiß, auch der Maximilian ist immer so ein, der steht halt schon auf so sentimentale Sachen und emotionale Sachen und so. Und ich glaube, da freut er sich bestimmt. Also ich muss nachher noch was schreiben. Ich hoffe, das klappt. Und dann werde ich ihm quasi ein paar nette Worte sagen und warum ich so dankbar bin, auch für die letzten Jahre und so weiter. Ja, drück die Daumen, dass das alles gut geht und dass er auch nichts mitbekommt davon. Ah, du Held! Oh, ich bin danke! Echt, ich bin hochgelaufen und runtergelaufen. Ah, du bist so süß. I love you! So, wir sind jetzt angekommen am Bottle Beach und die Fahrt ja, hat jetzt gedauert, ich glaube 10, 20 Minuten sowas. War sehr schön, also durch die Landschaft hat es auf jeden Fall schon nochmal hier, die Landschaft ist auf jeden Fall sehr schön und jetzt auch der Strand ist halt echt ein Traum. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Oh mein Gott! Hier ist doch einfach ein Traum. Hier stehen ein paar Hütten, hier die paar Bootchen. Hier mit der Kokosnuss, die gerade ins Wasser rollt. Also wenn das kein Paradies ist, dann weiß ich es auch nicht. Und hier kommt man halt eben nur mit dem Boot oder eben durch den Dschungel her, sonst ist hier nichts.
So, wir machen jetzt gemeinsam den Strandtest. Hier einmal Sand. Würde ich sagen, 1 plus. Ist richtig Pudersand, so richtig weiß und schön. Schaut euch das mal an. Hier. Sieht schon traumhaft aus. Richtiger weißer Sand. Dann das Wasser. Muss ich sagen, ist türkisblau und einfach glasklar. Schaut euch das mal an. Hier. Und dann natürlich der Strand an sich ist total leer. Also es ist wirklich nicht viel los. Ihr seht es ja. Vielleicht maximal 50 bis 100 Leute hier. Also es ist wirklich nicht viel los. Und man kann schön reingehen ins Wasser und dort baden. Also ich könnte mich nicht beschweren. Hier ist auch, glaube ich, FKK erlaubt. Ich weiß es nicht. Hier liegen zumindest ein paar nackte Menschen. Und es sind Palmen, wo man sich ein bisschen Schatten holen kann. Und es macht wirklich was her, dieser Strand. Wir essen jetzt zum Mittag. Wir haben nämlich alle schon wieder Hunger. Es ist jetzt 1:15. Und wir haben uns alle das gleiche bestellt. Ja. Und zwar alle rotes Curry. Mal probieren, wie es schmeckt. Lecker. Ist gut? Mhm, ist lecker. Das ist mit Tofu. Schaut euch das mal an. Das sieht echt fantastisch aus. Was kostet das? Hast du geguckt? Bisschen scharf. Nee. Ich guck mal schnell nach. Curry 150 kostet das. Und mit Aussicht natürlich. Schau dir das mal an. Ein Traum. Ja, das Essen war fantastisch. Wir gehen jetzt wieder zurück und dann lasse ich die Drohne steigen. Also ihr könnt euch jetzt schon mal auf Drohnenaufnahmen freuen. Viel Spaß damit. Wir erzählen euch mal so ein bisschen was vom Tag. Jetzt sind Tag? Wir heute hier. Wir sind jetzt heute hier, ja, das sind die Leute. Wir sind hier mit dem Boot hergefahren und jetzt? Nee, aber ich hätte eine Frage. Welcher Tag hat dir bis jetzt am besten gefallen auf Kopangan? Wo du sagst, an den Tag erinnerst du dich nachhaltig. Also ich muss sagen, am besten gefallen hat mir der heutige Tag. Nee, Quatsch, also der beste Tag auf Kopangan war der, als wir das erste Mal am Sand Beach waren. Den fand ich am schönsten. Da hatte ich so das Gefühl, ich bin angekommen. Ich muss auch sagen, irgendwie seitdem wir auf Kopangan sind, wir haben es halt eh schon gesagt, so, wir könnten auch hier locker länger bleiben. Ich glaube, wir kommen auch wieder. Und ich will dir noch was anderes sagen. Okay, bist du bereit? Okay, aber ich muss mein Handy dafür rausholen. Zück dein Handy. Du musst weggucken. Okay, ich guck weg. Okay. Du kannst jetzt wieder gucken. Okay. Okay. Mein Hasenbär. Nein. Nee. Okay. Also, mein Hasenbär. Heute vor 12 Jahren fing alles mit uns an. Damals hätte wahrscheinlich keiner von uns beiden erahnen können, wohin uns diese gemeinsame Reise führen würde. Wir sind zusammen erwachsen geworden, durchs Leben getanzt, haben zusammen die schönsten Höhen und die emotionalsten Tiefen erlebt. Durch dich habe ich erfahren, was es bedeutet, bedingungslos geliebt zu werden und wie es sich anfühlt, wenn man sich zu 110% bei einem anderen Menschen zu Hause fühlt. Vor 3,5 Jahren hattest du mich gefragt, ob ich mit dir für längere Zeit ins Ausland gehen möchte. Du wolltest gerne nach Indien und die Länder danach wollten wir spontan entscheiden. 2017 haben wir dann deine Idee in die Realität umgesetzt. Und seitdem sind wir gemeinsam in der Welt zu Hause. Denn zu Hause ist dort, wo du bist. Du warst schon immer ein Abenteurer und begeisterst alle Menschen, die dich kennen
mit deiner positiven, lieben, herzlichen und lustigen Art. Du bist der beste Zuhörer und die liebste Seele, die ich kenne. Danke, dass du so bist, wie du bist. Ich liebe dich. Oh, bist du süß. Okay, das war jetzt sehr emotional. Aus! Happy 12. Jahrestag. Lass gut. War süß. Da bin ich happy. War sehr süß. Und ich hatte eine Fliege im Auge. So Freunde, wir verlassen jetzt den Bottle Beach und ich muss sagen, es war echt ein sehr schöner Tag. Wir haben uns zwar ein bisschen übernommen mit der Sonne, wir waren aber tatsächlich nur im Schatten eigentlich, außer wenn wir halt ein bisschen rumgelaufen sind, aber sonst waren wir eigentlich nur im Schatten. Aber es ist halt auch im Schatten sehr heiß und man wird auch ein bisschen braun im Schatten, also man soll sich definitiv einschmieren, das haben wir auch gemacht, also Sonnencreme drauf, das rentiert sich schon. Besonders hier in der Tropenhitze und in der Tropensonne. Ja, und jetzt ist hier unser Boot. Jetzt fahren wir wieder zurück. So, wir sind jetzt wieder zurück in unserer Unterkunft. Wir haben das Boot genommen, sind dann mit dem Moped wieder zurück zur Unterkunft gefahren und werden jetzt duschen gehen, dann was essen und uns noch massieren lassen. Hier in Koh Phangan gibt es nämlich wirklich tolle Massagen. Wir haben eine gefunden, die heißt Sunflower, glaube ich, heißt die Masseurin. Das kostet, glaube ich, 300 für eine Stunde massieren lassen, also so eine Ölmassage. Und die ist wirklich fantastisch. Ja, bevor jetzt die Sonne untergeht, beende ich noch kurz das Video. Ich hoffe natürlich, oder wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, dann lasst uns doch gerne einen Daumen da. Ihr könnt uns damit riesig unterstützen. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das auch gerne kostenlos tun. Und ihr verpasst kein Video mehr, wenn ihr das Klöggerle drückt. Ja, und bevor ich es vergesse, schreibt uns mal in die Kommentare, was euer liebstes Reiseziel ist. Würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Meine Lieblingsinsel ist nämlich Koh Phangan. Ich habe mich hier in diese Insel verliebt. Ich habe hier mein Herz verloren. Es ist wirklich einfach traumhaft schön und ich habe auch tatsächlich mit der Lisa schon drüber diskutiert, was uns hier fehlt und mir fällt echt nichts ein. Also es ist einfach der Hammer. Ja, das war jetzt auch das Schlusswort. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, morgen gehen wir übrigens auf die Half Moon Party, also nicht auf die Full Moon Party, sondern auf die Half Moon. Die ist nämlich cooler und da sind nicht so viele Touristen. Und wir werden uns dann ein bisschen anmalen mit so Neonfarben und ein bisschen tanzen auf elektronische Musik. Also es wird definitiv der Knaller. Wir nehmen euch auf Instagram mit, also ihr könnt da gerne mal vorbeigucken. Auf Instagram zeigen wir euch immer unseren Alltag. Jetzt kommt die Lisa gerade. Ich habe den Sonnenbrand meines Lebens. Ja, du bist echt ein bisschen... Sieht man das, ja. Bisschen oh mein rot. Gott. Wir schmieren dich jetzt einfach gleich ein mit After Sun und mein Näschen auch. Oh mein Gott, ja, du bist auch so rot. Richtig scharf. Das sagt rot. Man jemand, im Schatten wird man nicht braun, man wird doch, im Schatten auch sehr doch, braun und definitiv. Vor allem auch rot. Definitiv. Ja. Wenn ihr übrigens die Koh Phangan, die Full Moon Party sehen wollt. Half Moon. Guckt auf Instagram vorbei, zwei die Reisen, dann nehmen wir euch nämlich in den Stories mit, oder? Ja, das war's jetzt auch. Wir sehen uns demnächst. Macht's es gut. Ciao.